Und hier sind wir wieder live vom Caravansalon 2021 im wunderschönen Düsseldorf. Wir sind immer noch in Halle 3, Stand E5. Wenn ihr Lust habt, dann kommt vorbei. Und wenn nicht, dann auch. Wir haben das Gesprächsforum sozusagen erweitert mit Erik und mit Stefan. Schön, dass ihr bei uns seid. Wir haben ein interessantes Thema. Auf der Pfanne sozusagen der Königswinterer Kreis. Deswegen jetzt erstmal vorweg die offizielle Einführung von euch als Gesprächspartner. Also Erik, du bist der stellvertretende Geschäftsführer vom Deutschen Wanderverband. Vielen Dank für deine Zeit. Und Stefan Fredelmeier, du bist der, habe ich mir alles genau aufgeschrieben, Tourismusdirektor in Füssen in Allgäu. Und ihr beiden gehört zum Königswinterer Kreis. Ganz kurzer Schritt zurück für alle diejenigen, die den Kreis nicht kennen. Zwei Sätze, was verbirgt sich dahinter? Ich gehöre tatsächlich nicht direkt dazu. Ah, okay. Aber wir haben gestern eine Veranstaltung zusammen gemacht. Von daher ist das natürlich, haben wir immer Kontakt. Du sagst besser, was der Königswinterer Kreis ist. Und dann kann ich noch was zum Deutschen Wanderverband erzählen. Gut, starten wir damit. Der Königswinterer Kreis ist, wie man heutzutage neudeutsch sagt, ein Think Tank, eine Denkmaschine, die sich mit dem Thema Wandern heute und in der Zukunft beschäftigt. Das heißt im Grunde, ja, ein informeller Zusammenschluss von Wandertouristikern aus ganz Deutschland, die gesagt haben, wir wollen nicht nur für den eigenen Weg oder für die eigene Destination arbeiten, sondern für das Wandern allgemein vordenken. Und die Schnittmenge zu euch dann, zum Deutschen Wanderverband, besteht worin? Na, wir haben viele gemeinsame Themen. Gestern ging es ja um Klima, um Wegequalität, um Wegeinfrastruktur. Aber es geht natürlich immer auch darum, wie wird sich Wandern entwickeln, wie wird sich Wandertourismus entwickeln, welche Qualifikationen braucht man, welche Menschen braucht man, welche Netzwerke. Es ist ja im Tourismus wie in vielen anderen Bereichen auch, es steht und fällt damit, dass es Menschen gibt, die sich engagieren und die hoffentlich mit viel Kompetenz an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Und das ist für den Deutschen Wanderverband als Dachverband der Gebirgs- und Wandervereine total wichtig. Und aus touristischer Sicht ist das eben eine andere Perspektive auf selbe Thema. Und so ergänzt sich vieles in den Themen, die wir oft zu diskutieren haben. Und das Thema, was gestern auf der Agenda stand, war die Auswirkung des Klimawandels auf das Thema Wandern. Ich würde mal sagen, dickes Brett, was ihr euch da vorgenommen habt. Das ist schon sehr vielschichtig und sehr, sehr umfassend. Was ist das Takeaway von gestern? Also was hat die Diskussion, was haben die Gespräche ergeben? Es ist natürlich jetzt schwierig, das auf zwei, drei Schlagworte sozusagen runterzubrechen, aber was hast du für dich mitgenommen? Gut, also das Thema ist dankbar, um sich wirklich sehr, sehr ausschweifend in allen Facetten zu unterhalten, vom politischen Statement über wirklich das, was jetzt konkret den Wandertourismus betrifft. Also ich denke, die Quintessenz ist, dass Wandertouristiker sich nicht mehr darauf verlassen können, sich nur mit den schönen Dingen des Wanderns zu beschäftigen, also mit der reinen Vermarktung, sondern wir kuratieren in einer sich ständig verändernden Umgebung. Das heißt also, Wandern bedeutet Bewegung in einer Landschaft, die wiederum betroffen ist natürlich von allen Facetten des Klimawandels. Wie man sich darauf einstellen muss und dass letztlich eine ganzheitliche Betreuung auch sehr stark ein wirklich auch Begleiten des ganzen Veränderungsprozesses und Reagieren. Wir werden nicht immer agieren können, nicht immer prophylaktisch, aber auch reagieren auf das, was uns eigentlich dann droht mit den Klimaveränderungen. Darüber haben wir dann sehr, sehr intensiv gesprochen. Und das ist die Aufgabe, die auf uns zukommt. Und das ist der Kern, die Essenz, das Learning sozusagen von gestern. Und ist denn das ein Thema, was jetzt sozusagen aktuell, weil wir alle natürlich die Bilder aus Arbeiter und Co. vor Augen haben, nochmal sensibilisiert sozusagen, hochploppt und nochmal einen neuen Punkt setzt? Also tatsächlich haben wir dieses Thema in den Vorjahren schon bearbeitet, aber natürlich gab es in den letzten Jahren und gerade dieses Jahr natürlich Ereignisse, die nochmal den Druck erhöht haben, sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben seit Jahren die Schwierigkeit, dass die Waldsituation wegen der Dürre und auf der anderen Seite vielleicht auch hier und da Starkwasserereignisse dazu führen, dass gerade wenn es darum geht, die Wegequalität aufrechtzuerhalten oder zu verbessern, dass wir da wirkliche Einschnitte hatten. Und das ist halt schon für die Region immer eine große Herausforderung, weil die natürlich nach außen ein tolles Produkt anbieten wollen mit einer hohen Qualität und dann durch die äußeren Umstände oder durch die Wetterereignisse dazu gezwungen sind, mehr Aufwand zu fahren oder vielleicht sogar vor Probleme gestellt sind, die gar nicht so einfach zu lösen sind. Mhm. Und deshalb war es für mich gestern zusätzlich zu dieser Erkenntnis, es braucht mehr ehrliche Auseinandersetzung damit und auch eben vielleicht proaktiv, wo man kann, dass wir die Netzwerke stärken müssen, dass wir noch mehr miteinander reden müssen und dass man vor Ort mit den Akteuren noch mehr in ständigem Kontakt sein muss, dass wenn was auftritt, dass man ganz schnell zum Telefon greifen kann und die richtigen Leute direkt parat hat und die wissen sofort, um was es geht. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich ein ganz relevanter Punkt, dass man sagt, okay, jemand allein oder eine Region allein für sich selbst kann es eh nicht schaffen, sondern es geht darum, genau wie du sagst, Netzwerke zu schaffen, Zusammenschlüsse,
Allianzen zu schmieden? Sind das die Themen, die euch dann auch weiter antreiben? Seit jeher. Also solche Ereignisse wie jetzt die Flutkatastrophe sind immer irgendwo ein Katalysator für gewisse Entwicklungs- oder Denkprozesse. Aber wir sind auch nicht von gestern. Das heißt also, dass wir irgendwo mit der Landschaft leben und auf die Veränderung der Landschaft oder auch die Abhängigkeiten unseres Produktes von dem, was in der Landschaft passiert, dass wir darauf reagieren und damit arbeiten müssen. Das war natürlich vorher schon bekannt, aber gut, die Flutkatastrophe oder auch andere Ereignisse, wie beispielsweise eben auch Borkenkäfer oder irgendwelche Orkane, die dann von mir aus in den Fichtenwald hineinbrechen und plötzlich ist aus dem Wald nur noch irgendwo ein großer Friedhof. Also damit müssen wir uns auseinandersetzen seit jeher. Und wir sind natürlich als Touristiker, als Wandertouristiker, als diejenigen, die irgendwas vermarkten, auch immer abhängig. Also wir sind keine Insel. Wir können nicht ohne irgendwo eine Vernetzung arbeiten, sondern man muss sich nur alleine vor Augen führen. Ein Wanderweg führt oftmals auf einem Forstweg. So, dieser Forstweg wird genutzt. Die Grundbedeutung dieses Weges ist erstmal eine Bewirtschaftung des Forstes, des Waldes. Wunderbar. So, ein Orkan brecht durch den Wald. So, bedeutet, die Arbeit im Forst, die prioritäre Arbeit, ist erstmal die Schäden zu analysieren, die Schäden in den Griff zu kriegen. Und wir Wanderer sind dann trotzdem auf diesem Weg unterwegs, der sich total verändert, weil ganz viele schwere Fahrzeuge drauf waren. Das bedeutet, das Wandererlebnis ist ganz anders. Und so bewegen wir uns in ständiger Abhängigkeit und das müssen wir einfach berücksichtigen. Und die Stärke dann, die Reaktionen auf beispielsweise Klimaveränderungen oder Wetterereignisse, reden wir mal, das eine ist das Klima, das andere ist das Wetter. Je stärker die Reaktionen auf Wetterereignisse sind, desto eher sind wir dann auch mal gezwungen, beispielsweise einen Weg zu verlegen oder irgendwie Wandern auch wirklich neu zu denken. Eine Frage, die jetzt nicht direkt mit dem Thema zu tun hat, sondern die ich beispielsweise Jale drüben schon gestellt habe, vom Wandermagazin. Aus eurer Perspektive nochmal zwei, drei Schlagworte. Warum ist Wandern so schön? Warum sollte man es unbedingt machen? Was verpasst man, wenn man es nicht tut? Ich fange damit an, dass Wandern glücklich macht. Ja. Das ist einfach super für Körper, Geist und Seele, weil man sich ausdauernd bewegt, weil man ständig was Neues sieht und weil es einfach wirklich einem ein gutes Gefühl gibt und weil ich es tatsächlich abseits von meiner Urlaubsentscheidung auch im Alltag gut unterbringen kann, wohnortnah, ich kann was Neues entdecken, ich kann das, was ich vielleicht Heimat nenne, bei mir rum neu entdecken und das hat sich an der Pandemie gezeigt, dass das tatsächlich von ganz vielen Menschen genutzt wurde, um einen Ausgleich zu haben und das ist wirklich besonders wertvoll beim Wandern, dass ich das mit wenig Aufwand sehr schnell haben kann. Aus deiner Perspektive? Ja, also absolut, Wandern ersetzt die Couch bei einem Psychiater. Also ja, aber eigentlich, das ist nur die Ergänzung zu dem, was Erik sagte. Wandern öffnet oder schafft einen sehr, sehr guten Zugang zu nachhaltigem Denken. Weil je näher man in der Natur ist, je besser man die Natur versteht, desto sensibler und offener und achtsamer wird man im Hinblick auf alles, was irgendwo Naturschutz auch betrifft. Und das ist ja nun eine Zukunftsaufgabe, an der wir nicht vorbeikommen. Wunderbar. Schönes Schlusswort. Vielen Dank für eure Zeit. Was treibt euch heute noch um beim Karamasalon 2021? Oder seid ihr schon auf dem Heimweg sozusagen? Nein. Also ich bin bis zum Ende da und habe jetzt endlich, nachdem einige Veranstaltungen rum sind, Zeit, mich umzugucken. Ja. Okay. Und werde mir auch noch ein bisschen anschauen, was die Regionen so anzubieten haben. Denn es ist immer spannend zu sehen und zu lernen, was gerade angeboten wird und wo die Reise in den einzelnen Regionen hingeht. Wie sieht dein Programm noch aus, Stefan? Ja, natürlich immer ein bisschen Konkurrenzanalyse beziehungsweise insgesamt so, was gibt es. Ich habe schon festgestellt, man kann knapp 1,4 Millionen für ein Wohnmobil. Das haben wir auch schon gesehen. Ja. Und die Frage, wer macht das? Ja? Da habe ich schon eher das zugelernt und vor allem, offensichtlich ist dieses Wohnmobil auch schon verkauft. Also es gibt noch Leute mit viel Geld. Das habe ich auch gelernt. Ja, und erstaunlich fand ich auch, also Wohnmobil ist das eine, aber dann ist ja noch ausreichend Platz für einen Maserati. Ja. Und der muss ja dann auch irgendwie noch... Ja, aber ich glaube, der kommt aber oben drauf. Ja, das ist... Wir gehen wandern. Wir gehen wandern. Vielen Dank für eure Zeit. Gerne. Fortsetzung folgt. Hier ist das Land des Hermann, hier ist das Lipperland. Und wenn Sie Lust haben, wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. Karamasalon 2021 in Düsseldorf. Wir sind immer noch für euch da in Halle 3, Stand E15. Bleibt dran, folgt uns. Bis dahin. Tschüss.